Hier in Dortmund passiert einiges. Wie wir sehen, hinter uns stellen sich die aktiven Ehrenamtlichen gerade auf für das Gruppenfoto des Distriktes. Und da werden wir bestimmt gleich auch noch einen schönen Gesprächspartner finden. Bei mir ist Carmen Weber, DM4EAX. Hallo Carmen. Hallöchen Steffi. Carmen ist stellvertretende Distriktsvorsitzende vom Distrikt Ruhrgebiet, heute hier in Dortmund und hat eben gerade ein schönes Gruppenfoto gestellt. Wer war denn da alles drauf? Also da war unter anderem der OVV von Lima 20, Duisburg-Rheinhausen mit drauf. Da war mit drauf der stellvertretende OVV Lima 24 Förde und einiges an Mitgliedern, unter anderem auch Mitglieder, die gerade erst im Ausbildungskurs sind, entweder in der Ausbildungskooperation Ruhrgebiet Süd oder in der Ausbildungskooperation Ruhrgebiet West. Die Süd macht die Klasse E und die West macht die Klasse E nach A-Aufstockung. Und ja, ich habe einfach die Mitglieder alle vor ein paar Tagen eine E-Mail gesendet, gesagt, lasst uns alle einmal hier zusammentrommeln, dass wir mal ein nettes Gruppenbild kriegen, damit wir auch was Nettes für die Homepage haben, was ganz Aktuelles. Und einfach auch, dass man mal sieht, wie viele Leute aus dem Distrikt sind hier und damit wir ein Distriktsgemeinschaftsgefühl haben. Aktivitäten im Amateurfunk, davon kannst du viel berichten, oder? Du bist sehr aktiv, was Amateurfunk und Öffentlichkeitsarbeit angeht, oder? Ja, das stimmt durchaus. Ein bisschen bin ich dadurch auch angestiftet worden zur Öffentlichkeitsarbeit durch dich, durch das Funktionsträgerseminar 1 und 2. Fand beide Funktionsträgerseminare waren einfach super. Also es lohnt sich, Leute, besucht sie. Es ist wirklich sehr, sehr viel wert für euch. Und ja, ich mache gerne die Öffentlichkeitsarbeit, leite ein paar Facebook-Gruppen und mache auch ein paar Facebook-Seiten. Habe jetzt am Dienstag erst einen Vortrag gehalten über den Treff zu Facebook für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Das war der erste Teil. Die nächsten beiden Teile sind am 6. und am 13. Dezember. Da geht es dann einmal darum, wie erstelle ich eine Facebook-Seite und wie erstelle ich eine Facebook-Gruppe und was gibt es für Unterschiede in der Gruppenführung. Ja, und ansonsten, ja, ich bin stellvertretende Distriktsvorsitzende, da habe ich mich mal irgendwann reinwählen lassen. Aber ansonsten ist das mehr eine Verwaltungsgeschichte als, ja, ich bin ansonsten normale Funkamateurin wie jeder andere auch. Setze mich sehr für den Amateurfunk ein, freue mich sehr, dass ich dieses Jahr 5-jähriges Jubiläum meiner Zulassung zum Amateurfunkdienst feiern konnte und dass ich doch viel schon mitbewegen konnte und hoffentlich den DAC auch zukunftstauglich damit mache und natürlich den Amateurfunk dementsprechend mit in die Zukunft bringe. Jetzt haben wir die 50. Auflage hier vom Dortmunder Amateurfunkmarkt und wie schätzt du die Lage ein? Also ich finde, es ist sehr, sehr gut besucht. Also ich habe viele, viele Freunde auch hier schon wieder getroffen und ich glaube, wir vermissen dieses Jahr gar nichts. Ich glaube auch, dass es wieder höchste Zeit war für so ein Treffen und wir werden mal schauen, was heute hier noch so los ist. Dankeschön, Karl. Ja, bitte doch, sehr gerne und allen von der Stelle. Wir sind hier am Waffelstand des YL-Referates Westfalen-Nord und hier, ihr seid mega aktiv. Wie läuft es heute mit den Waffeln? Ach, und Süd natürlich, wie läuft es mit der Waffelbäckerei? Heute läuft es sehr gut, also wir sind sehr begeistert. Unsere Waffeln werden wieder sehr gut angenommen. Jetzt musst du noch etwas reden, weil ich gerade den Mund voll habe. Okay, ja, also alle sind herzlich eingeladen, jedes Jahr vorbeizukommen. Damit durch die Spenden organisieren wir unseren YL-Contest-Workshop, den wir jedes Jahr machen, zusammen der Distrikt Westfalen Nord und Süd. Den organisieren wir jedes Jahr, wenn es die Corona-Zahlen zulassen. Aber bisher, die letzten 2 Jahre musste er leider ausfallen, sonst ist er halt immer sehr gut besucht gewesen die letzten Jahre. Der Distrikt Westfalen Nord und Süd backt hier traditionell Waffeln. Diesmal, also die sind sehr köstlich, kann ich nur weiterempfehlen. Wir haben diesmal die 50. Auflage des Dortmunder Amateurfunkmarktes. Wie schätzt du ein, was ist hier los? Also ich denke mal, es ist genauso besucht wie vor Corona. Also ich denke mal, dem hat das Ganze keinen Abbruch getan. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank für die super Waffeln. Ja, auch. Also immer wieder gerne und ihr seid alle herzlich eingeladen. Bei mir ist Günther Ditko. Das ist doch hier ein Heimspiel für dich, Günther, oder? Ja, natürlich. Hier ist ein Heimspiel. Da habe ich mich gerade 2 Jahre drauf gefreut. Ja, während der Corona-Pandemie, da haben wir die Veranstaltung alle sehr vermisst. Ne? Was sagst du zur 50. Ausgabe des Dortmunder Amateurfunkmarktes? Eigentlich nur Freunde treffen. Im Großen und Ganzen ist wenig hier.
weil es eben zusammengefallen ist mit dem CQBW-CW-Contest. Sind einige Leute mit Sicherheit nicht da, aber ansonsten wieder sehr gut organisiert und ich bin rundherum zufrieden. Schön, dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Spaß. Alles klar, danke. Bei mir steht Leon Joachims von Anjo Antennen. Wie läuft's Geschäft? Sehr gut, also es ist zwar merklich weniger los als 2019, aber wir können uns trotzdem nicht beschweren. Wir freuen uns, dass wir nach 3 Jahren wieder hier sein können und die ganzen alten Bekannten wiederzusehen. Leon, ich kenne dich, da warst du gerade mal, ich glaube mit 8 Jahren habe ich dich kennengelernt, jetzt bist du größer als ich. Das gehört ja bei dir zum Leben dazu, der Amateurfunk, oder? Ja, definitiv. Also mir wurde der Amateurfunk quasi in die Wiege gelegt und mir macht es halt auch einfach Spaß, die Sachen zu verkaufen, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, Funken selber noch in Ausbildung, aber mit dem großen Plan natürlich die große Lizenz zu machen und dann die Welt kennenzulernen. Und das sieht und merkt man. Und ich habe ja gehört, für den Funktag in Kassel habt ihr euch auch schon angemeldet? Da haben wir uns natürlich auch schon angemeldet. Das ist ein Pflichttermin, genauso wie die Ham Radio in Friedrichshafen sind wir auch wieder dabei. Pflichttermin des Jahres muss einfach sein. Schöne Umgebung, schöne Messe, tolle Organisation, einfach top. Dann nimmst du mir meine letzte Frage weg. Ich hätte jetzt gesagt, was ist in Dortmund so besonders? Gibt es da noch was zu ergänzen zu dem, was du eben gesagt hast? Es ist halt einfach familiär, man kennt die Leute, man kommt hier rein, man fühlt sich zu Hause. Nette Leute, perfekte Abwicklung, einfach toll. Schön, dass ihr dabei seid. Danke, schön, dass ihr hier seid.